Der wollte PlayStation spielen und dann dachte ich mir, mal gucken, wie mein Neffe reagiert, wenn ich ihm mal sage, so, heute spielst du mal kein PlayStation. Kennt ihr das, wenn Kinder kurz davor sind zu weinen, die wollen aber noch reden und dabei noch cool bleiben, weißt du? So dieses, du spielst heute kein PlayStation. Wie? Ich spiele heute kein PlayStation. Ja, heute spielst du mal nicht, lass uns draußen Fußball spielen. Oder? Ja, ich wollte auch PlayStation spielen. Das kannst du doch nicht tun, ich wollte auch PlayStation spielen. Ja, aber heute nicht. Weil das kannst du doch nicht tun, weil ich wollte auch PlayStation spielen. Ey, plötzlich fängt er an zu weinen. Mann, PlayStation. Ich so, die ist nicht tot. Du sollst heute einfach nur nicht spielen, Mann. Am Ende hat er mir so leid getan, dass ich gesagt habe, komm, spiel. Dann habe ich mir aber folgende Frage gestellt. Stell dir mal vor, wenn mein Neffe ein Jahr lang PlayStation und Fernsehverbot hätte. Junge, der wird die Pubertät überspringen. Nach einem Jahr fragst du, und Junge, alles fit? Ja, Mann, war eine harte Zeit.